Ich mache Paracycling, das ist Velofahren mit einem Handicap. In meinem Fall ist es jetzt, dass ich einbeinig Velo fahre. Es ist einerseits die Freiheit, wo man ein Stück weit wieder zurückerlangt, weil man halt eingeschränkt ist mit der Prothese, was jetzt die Distanz anbelangt vom Laufen. Und mit dem Velo ist man frei. Ich war 11 Jahre lang Käser. Ich bin in einer Dorfkäse, habe ich gearbeitet. Das war ein Walde. Und der Unfallzeitpunkt war so Grössenordnung 6:45 Uhr am Morgen. Ich habe dort Zentrifuge in Betrieb genommen. Die Zentrifuge, das ist das Prinzip von der Fliehkraft. Also die rotiert mit 7000 Umdrehungen pro Minute. Und die ist dann zerborsten und von einem so einem rotierenden Teil hat mir dann den Oberschenkel abgeschlagen. Nach dem Spitalaufenthalt bin ich dann in die Reha-Klinik Belliken gekommen. Und dort hat man dann probiert, mit der prothetischen Versorgung weiterzufahren. Was allerdings dann ein bisschen schwierig war in meinem Fall, weil ich diverse Stumpfprobleme hatte. Und das hat sich nachher dann alles ein bisschen in die Länge gezogen. Es war am Anfang für mich halt auch noch recht schwierig, weil der Kopf ist immer schon parat war und hat schon Ziel gesetzt. Der Körper hat leider nicht so mitgemacht und darum ist man immer wieder ein bisschen gebremst worden. Und das hat sehr viel Geduld gebraucht. Heute kann ich sagen, es geht mir gut, ich habe meinen Sport, ich habe einen neuen Beruf, den ich jetzt ausübe. Von dem her rundum glücklich. Jetzt arbeite ich in einem Kleinbetrieb. Wir sind eine Werbetechnikerfirma und dort mache ich Finanzbuchhaltung. Ich arbeite 30% und den Rest investiere ich ins Paracycling. Ich hatte noch ein Mountainbike und dort hatte ich Klickschuhe, ein Klickpedal. Und so habe ich probiert, mal einbeinig zu fahren. Und das ist recht gut gegangen. Und so hat sich dann das ergeben, dass ich dann auch längere Strecken gefahren bin. Und ja, ein paar Jahre später bin ich dann auch in der Nazi. Ja, das ist quasi wie die Luft zum Atmen. Den Sport brauche ich halt einfach. Ich bin ein Bewegungsmensch. Und Sport ist wichtig für den Kopf, fürs Herz. Man ist zufriedener, man hat Motivation. Aber man lernt natürlich auch, mit Enttäuschungen umzugehen. Ja, es ist auch eine gute Lebensschule. Ich kann es nur jedem empfehlen.